Hey Leute und willkommen zurück zu The Evil Within. Mit einer wundersamen Kiste geht es weiter, die ich das letzte Mal anscheinend übersehen habe. Ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Ah, toll. Der Part beginnt mit... Du sollst nicht ihn heilen, du kannst ihn selber mal heilen, ganz ehrlich. Voll gemein. Erste-Hilfe-Koffer. Die große Spritze in diesem Erste-Hilfe-Koffer stellt deine Gesundheit in großem Umfang wieder her. Allerdings mit vorübergehenden Nebenwirkungen. Sie sind sehr selten, aber erhöhen mit jedem Einsatz auch ein wenig die maximale Gesundheit. Was für Nebenwirkungen? Dann nehmen wir so ein Ding mal. Finde ich jetzt blöd gelaufen gerade mal. Zu Anfang. Bam! Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Gib dir einen Schuss. Sie sind in der Nähe. Ja, das sind wohl die Nebenwirkungen. Wird man so ein bisschen duselig. Das ist natürlich blöd, wenn man jetzt wirklich in so einem Megakampf steckt, aber komm. Komm, so eine kleine Drogendosis zwischendurch hat doch noch niemandem geschadet. Nein, ich nehme keine Drogen. Nur so ganz nebenbei. Ich fange gerade wieder von vorne hier an. Ich muss es hier nochmal eben nach... machen. Ja, genau. Auf so einen Wagen schießen, das macht Sinn. Was haben wir hier? Kann ich hier auch auf irgendwas kloppen? Oder einsammeln? Hm? Hier ist noch was. Und er riecht angeblich diese Dinger. Ist ja hochinteressant. Jetzt muss ich natürlich nochmal das hier alles einsammeln. Er war ein unnachgiebiger Mann. Stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm. Ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Sie sind in der Nähe. Ja, ja. Klar, du riechst das. Hm. Na gut, dann schnüffel da weiter rum. Während ich hier die Sachen einsammle. Weil diese Kisten hier voller wundersamer, wunderschöner Schätze lasse ich mir nicht entgehen. Diese Kisten kapiere ich auch immer nicht, aber man kann sie auch zerkloppen. Okay. Was haben wir hier noch? Ein bisschen Überraschungsei-mäßig. Ja, ja, gib mir mehr von dem Glibber. Finde ich gut. Mehr Glibber. Wir sind wieder voll ausgestattet danach, glaube ich. Naja, nicht ganz voll, aber so ein bisschen. Und du kannst noch mehr Muni laden. Super, super, super. Okay. Vielleicht sollten wir davon mal ein bisschen was herstellen. Ich habe auch gar nicht alle Waffen drin, oder? Habe ich alle Waffen drin? Die noch... Die Spritzen habe auch. Das ist gut. Schrotflinte wollte ich immer links haben. Ist sie auch? Und unten Scharfschützen. Okay, aber wir haben keine Granate. Genau, die war das, die fehlte. Schockbolzen hätten wir. Kältebolzen ist auch. Blendbolzen, Harpunbolzen. Was? Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Ich stelle gerne immer Explosiv her, wenn ich ehrlich bin. Davon haben wir jetzt zwei hergestellt. Ich finde die immer super. Diese Dinger. Da ist wieder der Schrank. Jawohl, Glibber, Glibber, Glibber. Ich hoffe, danach kommt ein Kontrollpunkt. Nee, die kannst du nicht zerdeppern. Weil dann muss ich nicht immer alles nochmal einsammeln, egal was kommt. Was mit dem Fass? Genau, den Glibber lassen wir uns nicht entgehen. Was haben wir hier? Oh, da ist noch was. Oh, da gehen wir in die Ecke. Cool. Ich darf übrigens auch irgendwie nicht diese Statuen außer Acht lassen. Es müsste ja eigentlich immer eine, mindestens eine ja geben, die man mal finden kann. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Für dich vielleicht. Das weiß ich jetzt nicht.
Vielleicht gibt es ja hier welche. Sind es auch diese kleinen Engelsstatuen? Nicht, dass ich schon an einer vorbeigelaufen bin, weil die könnten hier ja idealerweise schon längst gestanden haben. Okay. Waren wir jetzt hier schon? Ja, ne? Ich laufe gerade zurück, aber schadet ja nicht, wenn ich mal einmal drüber schaue, ob hier eine steht, die ich vielleicht übersehen haben könnte. Na gut. Da kommen wir her, ne? Ja, aber trotzdem. Er ist ja auch gerade da so hintergeklettert. Das sind schon gute Gelegenheiten eigentlich. Als immer nur auf dem Hauptpfad gehen. Okay, die Lampe an, die mache ich mal aus. Die geht immer auch automatisch manchmal an und aus. Weil das ja nur dieser Stick nach unten ist. Also ihr wisst es vielleicht nicht, aber man muss ja nur den Stick einmal nach unten machen und dann ist die Lampe schon an. Okay. Ein Marktplatz hatten die beiden gesagt, ist das hier. Weiß nicht, was das heißt. Aber ich gehe mal jetzt hier weiter. Nee, nicht dagegen rennen. Da ist noch eine Kiste. Kannst du da noch mal... Kannst du da nicht hin? Hä? Okay, er will da nicht hin. Guck mal. Hier ist du... Ja, und ich komme jetzt nicht ran, oder was? Das kann doch nicht sein. Dann gehen wir hier rum. Ja, das geht. Okay, super. Schleicht auch mal dahin. Ja, wenigstens hast du das bekommen, aber ich will an die Kiste daran. Und er geht da nicht hin, das ist ja blöd. Was ist denn das hier für ein Blödsinn? Nimm es. Es muss nur, müsste nur... Ach, es ist so ein kleines Stück, was mir fehlt. Da ist sie wieder, die unsichtbare Wand. Komm, da. Da ist es gerade erschienen. Da. Ich drück mal ganz viel X, 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 X. Wenn ich Glück hab... Ja, super. Hat er sie geschnappt? Diese Teile brauchen wir nämlich. Bin ich jetzt wieder zurückgelaufen oder nicht? Ich glaube, das ist ein anderes Tor. Huhu, Leute. Oh oh, neue Gegend und so. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Wie die Erinnerungen von den Fotos halt. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wollte weiter was erstellen. Können wir das denn nicht machen? Wir haben doch jetzt die Teile. Warum können wir die jetzt nicht erstellen? Es fehlen immer noch Teile oder was? Ja, anscheinend. Und Glibber haben wir. Ich könnte mir vorstellen, dass hier wieder Zombies jetzt kommen. Ich schaue gerade nur nach Statuen etwas genauer. Nee, da kann er auch wieder nicht hin, die unsichtbare Wand. Ein bisschen Schiss hier. Die Axt behalte ich einfach nur aus munitionssparenden Gründen. Ich höre schon wieder welche. Oh oh. Oh Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken.
Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Und da kriegen wir tatsächlich sogar wieder einen Spiegel. Und irgendwie ist auch im Hintergrund alles wieder mal nicht so schön. Er holt erstmal sein Notizbuch raus. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Mir geht's gut. Wir sollten best... Oh, da habe ich ihn unterbrochen mit einem Kartenfragment. Ich habe schon lange keins gefunden. Ist mir aber schon öfters aufgefallen, wenn ich an dieser Wand vorbeigelaufen bin. Okay, gut. Ich hab's. Okay. Das ist schön, dass du das hast. Ich glaube, wir können hier bestimmt in Sicherheit, so wie es hier gerade aussieht, rübergehen. Das sind Särge. Das ist irgendwie eklig. Aber okay. Mit Totenköpfen. Da zerbricht der Spiegel. Kommt er sogar immer mit? Ich frage mich immer, was wirklich passiert, wenn er durch diese Spiegel geht. Also, ich glaube, dass diese Spiegelgeschichten so wie bei Silent Hill in eine andere Welt führen. Nur, also es ist jetzt nur so ein Rumgespinne, weil man sich ja schon als Spieler, wenn man es zum ersten Mal spielt, fragt, was los ist. Aber vielleicht nicht so wie bei Silent Hill eine Stadt, wo es hingeht, sondern vielleicht eher bei ihm in so einer Art Unterbewusstseins-Anders-Welt oder so. Und ich glaube, dass vieles davon auch real ist. Also ich denke zum Beispiel diese Berichte, die wir finden über seine Frau und dass die vermisst wird und andere, die vermisst wurden. Glaube schon, dass einiges davon wirklich passiert ist. Angefangen hat das Ganze ja auch, dass er eigentlich nur zur Arbeit gegangen ist und da jemanden gefunden hat. Das könnte natürlich auch alles gar nicht echt sein, aber ich gehe mal zwischendurch wieder rüber. Vorankommen. Aber genau das meine ich halt. Sobald er halt durch den Spiegel, wie hier jetzt geht, sind das alles ja nur Fotos, die er sich anguckt. Wie Erinnerungen. Halt wie diese Engelsstatuen, die wir einsammeln. Ich glaube nicht, dass das wirklich irgendwie passiert oder so. Wie gesagt, ich glaube, vielleicht wurden mit ihm Versuche gemacht. Und manchmal erinnert er sich auch und ist wieder ein bisschen klarer im Kopf. Guckt sich die Fotos und dann denkt, hey, das kenne ich irgendwie. Das sagt mir was. Und dann sind wir auf einmal wieder da und sammeln dann auch noch diese Kartenfragmente ein, die bestimmt am Ende irgendwas bilden, wie Puzzleteile im Kopf, die man zusammenbildet, um sich besser erinnern zu können. Diese Krankenschwester, die hier ist, die ist ja auch nicht normal. So, wenn manchmal ist es hier ganz friedlich und gut, so wie jetzt halt. Und in anderen Momenten, und es ärgert mich gerade schon wieder, dass ich gar keine Statue habe, gar keine Statue gefunden habe mit dem Schlüssel. Und in anderen Momenten ist ja alles düster und komisch und ja, stimmt halt was nicht. Also man denkt, das ist ein friedvoller Ort, aber ich könnte mir vorstellen, huch, bin wieder falsch gelaufen. Aber ich glaube, dieses Kartenhaus hier, das bricht auch irgendwann zusammen. Sie fragt sich ja auch schon, wie lange mache ich das hier noch? Und dann halt noch diese Käfer und diese Zellentüren. Pastor Graciano, vermisst. Pastor Salvador Graciano. Wieso denn auch Salvador? Hatten wir das nicht schon mal gelesen? Pastor Graciano und mehrere Kirchenmitglieder von Cedar Hill werden vermisst. Seit ihrem Verschwinden ist die Kirche verriegelt. Also wieder ein Vermisster. Alle werden vermisst gemeldet. Und er sieht irgendwelche Monster rauskommen? Vielleicht gibt es dann Zusammenhang. Ermittlungen in Kirche. Ermittlungen gegen Pastor eingeleitet. Gemeinde verstieß möglicherweise gegen Kirchenstatuen. Pastor Salvador Graciano wies Anschuldigungen der finanziellen Maßlosigkeit zurück. Kirchenvertreter überprüfen das Fehlen von Unterlagen zu Geldspenden und Gemeindeausgaben.
Vielleicht verschwinden diese Leute ja nicht nur aus, hey, da ist ein Monster, und das killt einfach welche wahllos, sondern vielleicht steckt da auch noch was dahinter, welche Leute verschwinden. Und dass sie verschwinden. Vielleicht welche, die alle Dreck am Stecken hatten. Vielleicht welche, die alle irgendwas mal verbrochen haben oder so. Ich weiß es nicht. Bei der Fitness können wir gerade nicht mal was machen. Ich hätte gedacht, ich hätte mittlerweile genug. Aber nein. Wir könnten die Genauigkeit noch erhöhen. Oder kritisch. Wir könnten auch mal die Reserve vielleicht etwas erhöhen. Wobei ich glaube, dass ich die sowieso verbrezel. Explosivbolzen ist ganz gut. Das hatte ich damals gesagt. Harpune ist auch relativ gut. Ich werde mal vielleicht sogar Schock und Kälte mal erhöhen. Wir müssen uns ja sowieso entscheiden, was wir machen. Ich verstehe immer noch nicht so ganz mit dem Kältebolzen, ob es auch Schaden machen kann. Ob er wirklich nur einfriert und wie man dann am besten Kälte macht. Also ich glaube, man soll ihn einfrieren und dann draufschießen. Ich werde das einfach nochmal üben. Und erhöhe mal die Kälte. Ne? So. Bei der Fitness konnten wir eh nichts machen. Vielleicht können wir ja hier was machen. Nein, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Ich check gerade auch nicht die Punkte ab. Also ich sehe gerade auch nur, ich habe 100. Ich gehe immer erstmal durch und gucke dann nach. Das ist vielleicht nicht so schlau, aber probieren geht über studieren. Also mit 100 können wir gar nichts mehr machen. Das war's schon. Schade, aber Streichhölzer können wir auch jetzt nicht mehr einsammeln. Da haben wir jetzt nicht genug. Ich werde natürlich an der Stelle speichern, was auch sonst. Ne? Was wir geschafft haben, haben wir geschafft. Darauf bin ich nach wie vor auch stolz. Und es speichert und ist fertig. So, Madame sagt mir nichts mehr. Wir gehen zum Spiegel. Und was mich gerade ärgert am Anfang des Parts, da war eine Kiste. Wie gesagt, die explodiert ist, aber ich habe den Text dazu nicht gelesen. Aber nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich dann aufnehmen wollte zu dem Zeitpunkt, weil ich dachte, gut, okay, ab da schalte ich jetzt mal wieder zu. Und dann war der Text natürlich weg. Jetzt weiß ich nicht, was man machen kann, wenn ich wieder so eine Kiste sehe, ohne dabei in die Luft zu gehen. Ich glaube, man muss... Oh, hier ist noch was. Oh, Spritzen. Sehr schön. Ich glaube, man sollte ja länger halten. Und ich habe aber das letzte Mal, glaube ich, auch lang genug gehalten. Und bin trotzdem irgendwie in die Luft gesprengt worden. Das verstehe ich noch nicht, aber vielleicht kriege ich das nochmal raus. Sonst schaue ich einfach kurzfristig in ein anderes Let's Play. Ich habe die Axt gar nicht mehr, ne? Die hat er gar nicht mehr. Warum? Liegt die hier denn noch irgendwo oder ist sie jetzt weg? Weil ich hier die Muni gewechselt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt weg ist. Ist natürlich doof. Ja gut. Hat man hier... Joseph, du stehst im Weg rum. Statuen, wie gesagt. Ich darf die nicht vergessen. Und die sind, finde ich, in diesem Spiel verdammt gut versteckt. Da muss man schon echt in Ruhe nachgucken. Und ob man die Ruhe immer hat, weiß ich nicht. Man kann die meistens ja immer irgendwo abschießen und dann fällt was runter und so. Oh oh. Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Die Idee finde ich gar nicht mal so schlecht. Alles klar? Ja. Toll, die Leiter ist Schrott. Oh. Wen haben wir denn da? Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung.
Jo, das war der Kontrollpunkt, Leute. Ein Part ohne Kämpfe gibt es heute mal. Wir sehen uns im nächsten Part, weil ich keine Ahnung habe, was jetzt auf uns zukommt. Wir sehen uns und hören uns. Bis dann!